Wieso werden Menschen mit psychischen Problemen teilweise in den Psychiatrien so inkompetent und unzureichend behandelt? Ja, das ist eine Frage, die mich und ganz viele anderen Menschen schon eine sehr lange Zeit beschäftigt. Hier erfährst du eine Geschichte aus meinem Coaching und natürlich die Antwort darauf. An alle Zuschauer dieses Videos, die nicht an einer psychischen Störung erkrankt sind oder jemals an einer Erkrankung erkrankt waren, die bitte ich darum, schaut euch dieses Video auch an, denn es ist ganz, ganz wichtig, denn keiner ist davor geschützt. Unermessliche seelische Schmerzen, Ängste, Panikattacken, aufdringliche Gedanken, die sich so anfühlen, als würde man von einem Elefanten überrollt werden. Also das sage ich jetzt einfach mal mit meinen eigenen Worten. Psychische Probleme können tatsächlich so ein großes Ausmaß annehmen und so große Probleme mit sich bringen, dass sich jeder andere wahrscheinlich nicht mehr in seinen Traum, in seinen schlimmsten Träumen vorstellen kann. So ging es auch einer meiner Klienten, Stefan. Stefan, ein introvertierter, sensibler, herzensguter Mensch, der von Beruf Erzieher war, hatte, wie gesagt, nie in seinem Leben derartige Probleme irgendwie mit Depressionen. Ihm wurde auch keine Persönlichkeitsstörung irgendwann mal in seinem Leben diagnostiziert. Weil wenn einer schüchtern ist, dann heißt das ja noch lange nicht, dass er irgendwelche psychischen Probleme hat. Aber er hat sich für den Beruf des Erziehers entschieden, weil er gerne mit Kindern zusammenarbeiten wollte. Und er war sich auch immer seiner Verantwortung stets bewusst. Und er hat diesen Job mit voller Liebe und mit voller Leidenschaft jeden Tag vollzogen. So hat er es mir auch jedes Mal im Coaching erzählt. Und da stand auch auf gar keinen Fall ein Zweifel dahinter, dass es das Gegenteil der Fall war. Er ging regelmäßig immer zu seiner Arbeit. Er wohnte noch bei seiner Mutter. Er hatte keine finanziellen Probleme. Er war Single. Sein Einkommen war bestimmt nicht das Beste, aber er konnte jetzt auch nicht klagen, dass es ihm an irgendetwas gefehlt hat. Eines Tages, an einem Mittwoch im Jahre 2016, so wie er es mir geschildert hat, wie er immer wieder sagte, auch im Verlauf des Coachings, aber auch privat, zu seiner Mutter, zu der er ja übrigens ein sehr enges Verhältnis pflegt, sagte er, hat sich bei mir von heute auf morgen die Welt verändert. Er kann bis heute nicht genau sagen, wie, warum, weshalb, wie dem Ganze geschehen konnte, aber ich versuche es jetzt so gut wie möglich mit seinen Worten dir wiederzugeben, was an diesem mysteriösen Mittwoch bei ihm passiert ist. Er ging in die Arbeit, hat seine ganz normale Routine gemacht, hatte dann Frühstückspause. Nach der Frühstückspause hat er wieder angefangen mit den Kindern, was sie halt so machen, mit ihnen gespielt, Bücher vorgelesen und dann war dann so eine ganz entscheidende Szene. In dieser Szene las er den Kindern das Buch vom Räuber Hotzenplotz vor. Und er las die Geschichte vor und es haben alle ganz aufmerksam zugehört, als sich nach circa 15 bis 20 Minuten ein Mädchen kurz gemeldet und fragt: Entschuldigung, Stefan. Und der Stefan erwiderte: Ja, bitte, was ist denn los? Und das Mädchen sagte: Ich müsste mal kurz auf Toilette. Und er sagte: Ja, dann bitte, dann geh doch. Er hat währenddessen die nächste Seite aufgeschlagen. Also du musst dir das jetzt das Ganze so, wenn du so möchtest, in Sekunden vorstellen. Ja, so ganz langsam. Er hat die nächste Seite aufgeschlagen. Er wendete seinen Blick ganz kurz an das Mädchen, wie sie aufgestanden ist. Es war Sommer, sie hatte einen Rock an und sie stand auf und sie hat sich nach vorne gebückt. Und er schaut ganz kurz hin und in einer Sekunde schoss in ihn eine sexuelle Vorstellung in den Kopf. Die sexuelle Vorstellung war gekoppelt an dem, was er am Außen gesehen hat, wie er hingesehen hat. Nämlich
ich könnte jetzt dies oder jenes. Und es war weniger ein Gedanke, es war mehr ein Bild. Also es war eher ein inneres Bild, das er so sah. Und dieses innere Bild hat er tatsächlich mit seinem Bewusstsein auch sofort wahrgenommen. Und es hat ihn, wie er es bis heute sagt, extrem verstört. Und es war der Anfang und die Geburt einer sehr, sehr, sehr langen und vor allen Dingen grausamen Odyssee, die dann, wie wir im Laufe des weiteren Videos auch noch erfahren werden, bis in die Endstation Psychiatrie gebracht hat. Er war ab diesem Moment total erschrocken. Also es war ganz komisch, es war ganz seltsam. Er merkte dann so ein Gefühl, dass ihm irgendwie übel ist. Es ging ihm nicht gut und dann sagte er und improvisierte bei den Kindern und sagte: Kids, ich muss mal ganz kurz auf die Toilette, mir geht's gerade nicht so gut. Und die ersten Schweißperlen waren auch auf der Stirn. Er ging auf die Toilette und hat sich dann das Gesicht mit kaltem Wasser gewaschen und hat dann seine Hände angeschaut und hat dann gemerkt, dass seine Hände zittern. Und er hat dann kognitiv im Kopf probiert, den Gedanken, den er gerade hatte, erstens zu ergründen, warum er den Gedanken hat. Und B, hat er dann gemerkt, dass er eigentlich wiederkam, der Gedanke, mit einer höheren Gefühlswelle, Ausbruch, und es dann noch stärkere Gefühle nach sich gezogen hat, worauf er dann erzählte, dass er dann tatsächlich 15 Minuten auf der Toilette war und das Ende vom Lied war dann, dass er sich tatsächlich übergeben hat. Das muss man sich mal vorstellen. Also mal ganz kurz mal an dieser Stelle einmal kurz festzuhalten, weil alle die Menschen, die sich gerade dieses Video ansehen und nicht betroffen sind von einer psychischen Erkrankung, die müssen einmal ganz kurz mal festhalten. Ein Mensch, der von einer Sekunde in Anführungsstrichen, in einer Sekunde, wie gesagt, in Anführungsstrichen, gesund ist, gesund war, gesund ist ein relativer Begriff, bekommt einen Gedanken, der diese oder jene Natur hat, in seinem Fall mit dem Kind sexueller Natur. Der Gedanke an sich durch seine Bewertung führt jetzt dazu, dass er so starke Gefühle und Emotionen bekommt, dass er auf die Toilette gegangen ist und sich dann anschließend nach einer scheinbar angehäuften Panikattacke sich dann übergeben muss. Wie ist dieses Phänomen zu erklären? Dieses Phänomen ist wirklich außerordentlich erstaunlich. Wenn man mal einmal bedenkt, wenn man auf physische Krankheiten hingeht, dass der Krebs auch nicht von heute auf morgen kommt. Der Virus kommt auch nicht von heute auf morgen. Und eine Lungenentzündung kommt auch nicht von heute auf morgen. Und alle anderen Krankheiten etc., ob es jetzt Viruserkrankungen sind oder auch rheumatische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, die bauen sich doch alle auf der Zeit irgendwie auf. Wenn man jetzt hergeht und sagt, eine psychische Erkrankung, ja, die entwickelt sich halt da von der Zeit und sonst irgendwie was. Und ich jetzt den Stefan befrage und ihn die ganze Zeit befragt habe, hast du davor viel Stress gehabt? Hast du davor viel Ärger gehabt? Finanzielle Probleme, mit der Mutter Probleme, in der Beziehung? Und er beantwortete alles und er hat die Wahrheit gesagt. Mit nein, 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 nein. Natürlich habe ich mal nicht so einen guten Tag gehabt, es ging mir nicht so gut, haben alle Menschen. Aber wieso wird man von der einen auf der anderen Sekunde psychisch krank? Gut, medizinisch würde auch jeder andere Mensch, jeder Psychiater, jeder Psychologe und auch jeder andere vom WHO-System sagen, der das ICD-Buch beschreibt, das ist ja auch noch lange keine psychische Erkrankung. Man geht ja davon aus, dass man das erstmal 2 Wochen haben muss und dann muss man verschiedene Kriterien hier und jetzt und jenes haben. Alles schön und gut, mag sein, aber die Geschichte geht ja weiter. Wir hören mal wieder rein, wie es weitergeht mit der Geschichte. Es ging dann folgendermaßen weiter. Er hat sich, wie gesagt, in der Toilette erbrochen und er ging raus und es ging ihm zumindest danach etwas besser. Eins ist nicht weggegangen, nämlich Folgendes. Und jeder Laie und jeder Mensch, der keine psychische Erkrankung hat, ich wiederhole es nochmal, und denen sowas passieren würde, würde doch jeder normale Mensch da fragen, was war denn das jetzt?
Mein Körper reagiert so, ich muss übergeben und was habe ich für einen Gedanke? Also jeder Mensch würde doch da höchstwahrscheinlich irgendwie ins Grübeln kommen. Was ist denn da jetzt passiert? Und das alles nur wegen Gedanken. Und dann kommt noch die nächste Frage in seiner Innenwelt, dass er sich selber fragt, warum habe ich denn überhaupt solche Gedanken? Wieso entstehen in mir Gedanken, die etwas mit Kindern in diesen Bezug zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Also du siehst schon, jeder andere Mensch würde sich da auch bestimmt fragen, warum bekomme ich diesen oder jenen Gedanken? Nicht jeder Mensch wird dadurch krank. Bei ihm ist das Ganze leider passiert. Er ging dann anschließend nach Hause. Er hat seinen Vorgesetzten und seine Kollegen aus der Notlüge heraus angelogen, hat gesagt, es kam ein wichtiger Anruf von zu Hause, ich muss nach Hause und meiner Mutter geht's nicht gut und deswegen muss ich schnell nach Hause. Ja, das hat er dann auch gemacht. Er ging dann nach Hause und hat sich dann in die Straßenbahn reingesetzt, so wie er erzählt hatte, und war dann in der Straßenbahn und der Kopf ratterte, also es ging im Kreis weiter. Als dann anschließend die Gedanken noch stärker wurden. Ich versuche das jetzt dann nochmal so gut zu erklären für alle Menschen, die das nicht haben, weil es ist wichtig, vielleicht habt ihr solche Menschen in eurem Umkreis oder gar in der Familie. Er war in der Straßenbahn und er hat sich irgendwie gefühlt, als würde irgendwas nicht richtig sein. Sein Herz hat so stark geklopft, dass er dachte, da drin muss eine Bohrmaschine von der Firma Hildi sein. Also das hat so geklopft, das hat so gepocht. Der Schweiß hat runtergeflossen und der war eiskalt. Er ist schneeweiß im Gesicht geworden, dass er sogar erzählt hat, dass eine ältere Frau ihn angesprochen hat und gesagt hat, junger Mann, ist denn bei Ihnen alles in Ordnung? Und er erwiderte und sagte, nein, bei mir ist nicht alles in Ordnung, ich glaube, ich habe einen Schlaganfall. Also ich dachte, was ist denn und sonst irgendwie was? Hat er selber das Handy genommen und hat den Notarzt angerufen. Er ist so schnell wie er konnte in der nächsten Haltestelle ausgestiegen, der Notarzt kam. Der Notarzt hat ihn dann im Auto bei sich innen drin untersucht, hat ein EKG gemacht, hat ihn den Blutdruck gemessen, hat ihn den Puls gemessen, alles drum und dran etc. etc. und kam dann zu der Einschätzung, mit Ihnen ist alles gut, mit Ihnen alles gesund, aber wenn Sie möchten, bringen wir Sie noch zusätzlich jetzt einmal kurz ins Krankenhaus, da schaut sie sich nochmal explizit eine Ärztin an. Das ist dann auch passiert. Er ging ins Krankenhaus, also der Notarzt hat ihn hingefahren und dann kam eine junge Ärztin, hat ihn untersucht, hat nochmal EKG gemacht, hat nochmal alles angeschaut und hat dann gesagt, ja, da kann ich nichts finden. Da ist alles in Ordnung. Sie sind ein kerngesunder junger Sprössling. Haben Sie vielleicht vor kurzem irgendwie ganz viel Stress gehabt? Wieder die Frage. Er antwortete nein. Mir ist das jedenfalls nicht bekannt. Dann sagt die Ärztin zu ihm, ja, das könnte sein und ich bin mir auch höchstwahrscheinlich ziemlich sicher, Sie hatten sowas wie eine sogenannte Panikattacke. Und er sagte, was ist eine Panikattacke? Ja, und sie sagte dann, ja, das ist so ein Zustand voller Stress und Angst und Sie sollten sich ja mal einen Psychologen bzw. einen Psychiater suchen, der Sie da gegebenenfalls behandeln kann. Jetzt war er natürlich total, was ist denn los? Mit mir soll körperlich alles in Ordnung sein, soll aber, so hat es er im Coaching gesagt, weil das in der Gesellschaft ja leider immer noch so drinnen steckt in den Köpfen der Leuten. Das soll jetzt heißen, ich habe hier oben eine Schraube locker oder was? Also so hat er sich dann gefühlt, was natürlich nicht so ist. Aber er fühlte sich so und wenn er sich so fühlt, dann ist das auch berechtigt und eine Sorge, die man auch ernst nehmen sollte. Anschließend ging er dann nach Hause. Er ist nach Hause gegangen und es war erstmal relativ alles okay. Aber eins hat sich seit dem Tag bei ihm gravierend verändert. Seit diesem Tag war der Tag nicht mehr da. Es war nicht mehr das Leben, was er davor hatte. Ja? Es war nicht mehr dasselbe Leben. Ja? Es war ein ganz anderes Leben. Er beschreibt das wie folgt. Er ging nachts ins Bett, konnte nicht schlafen. Die Gedanken kreisten. Es fühlte sich so an, als würden die Gedanken nicht aufhören zu kreisen zu wollen. Er fand keine Ruhe mehr. Der Körper zitterte wieder. Es kamen wieder Schweißausbrüche, es kamen wieder Panikattacken. Er rief wieder den Krankenwagen an,
hat den Krankenwagen wieder angerufen. Und der Krankenwagen hat ihn wieder abgeholt und hat ihn wieder ins Krankenhaus gebracht. So ging es dann immer weiter. Nach der Zeit hat sich regelrecht eine Angst vor der Angst aufgebaut, was dann dazu geführt hat, dass er sich hat krank schreiben lassen von der Arbeit, weil er sich nicht mehr dazu in der Lage gefühlt hat, in die Arbeit zu gehen. Er hatte von Tag zu Tag weniger Hunger. Er hat gemerkt, dass sich die Angstsymptome immer weiter ausbreiten, was dann dazu geführt hat, dass er sich dann irgendwann mal nicht mehr getraut hat, aus der Haustür rauszugehen. Er ging dann auch nicht mehr aus der Haustür raus. Seine Mutter war von Tag zu Tag besorgter um den Gesundheitszustand ihres Sohnes. Er schloss sich und verkroch sich dann in sein Zimmer hinein und verbrachte die größte Zeit seines Tages in Google. Er las Artikel und was habe ich den Gedanken, war dann nach der Zeit davon überzeugt, er sei schizophren. Die Mutter hat dann irgendwann mal gesagt, so geht es nicht mehr weiter, du musst dir Hilfe suchen. Erstmal hat er das verweigert, weil er in den Glaubenssatz innen drinnen war, wie es in der Gesellschaft verankert ist. Wer irgendwie zum Psychologen geht oder zum Psychiater, der ist ja hier oben nicht ganz dicht. Und so hat er ja auch gedacht, so hat er auch gefühlt. Also hat er das erstmal auch verweigert und hat das nicht getan. Er hat dann angefangen, heimlich Alkohol zu trinken, um seine Gefühle zu betäuben. Die Zwangsgedanken wurden immer schlimmer. Er beschreibt es wie folgt. Es gab Tage in der Früh, da war ich gerade mal 2 Sekunden wach, da kam bei mir schon der erste Gedanke, dass ich mit meiner Mutter irgendwas sexuell machen könnte. Allen möglichen bizarren Gedanken. Ich könnte meiner Mutter dies antun, ich könnte mir das antun. Er traute sich nicht mehr auf den Balkon hinaus, er dachte, er könnte darunter springen. Beziehungsweise die Gedanken waren mit dem Inhalt wie folgt. Könntest du vom Balkon springen, könntest du dir dieses antun. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt geht es nicht 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, wo er mal jemand grübelt. Nein, es ging 16 Stunden, 17 Stunden, 18 Stunden, 19 Stunden, 20 Stunden, 21 Stunden. Und in der Nacht war es dann so weit, dass er von diesen Gedanken geträumt hat. Das heißt, ein normaler Schlaf war gar nicht mehr möglich. Er hat dann, glaube ich, soweit ich mich noch erinnern kann, in 6 Monaten an die 10 oder 11 Kilo abgenommen. Ja? Also es war nichts mehr möglich. Normales Müllleben war auch gar nicht mehr. Das konnte er sich gar nicht vorstellen. Also, dass es jemals wieder irgendwie normal werden könnte, denn die Welt um ihn war einfach nur noch grau. Nein, sie war schon dunkelgrau. Nein, eigentlich war sie schwarz. Und mit diesen Worten, die ich dir gerade sage, sie waren grau, dunkelgrau, fast schwarz, kann man eigentlich sehr gut den Zustand beschreiben, dass sich jetzt bei ihm eine Komorbidität eingeschlichen hat. Nämlich, was bedeutet das? Eine Folgeerkrankung. Die berüchtigte und ja, gefährliche Krankheit, Depression. Er klagte dann und sagte, ich habe innere Leere. Und man hörte immer wieder solche Sätze, auch bei seiner Mutter dann heraus. Ich bin nichts wert. Die Stimme war brüchig. Leise. Und dieses Typische bei einer Depression reagierte nicht mehr auf Affekt, auf ein Lächeln von anderen. Also es war eigentlich, und diese Augen, es waren dieselben Augen, wie er auch zu mir ins Coaching gekommen ist. Also die waren einfach leblos. Also man konnte sich selber praktisch drin sehen. Also man fühlt sich da wie als ein Gefangener seiner eigenen Seele. Und seine Gedanken, die fressen einen auf. Du musst dir das vorstellen. Du musst dir das vorstellen. Du musst dir das ungefähr so vorstellen, dass man es sich nicht vorstellen kann, wenn man sich gehabt hat. Und das ist auch so eine Sache, wo ich dann immer sage, wenn Menschen, Psychologen oder Psychiater mit aller ihrer Kompetenz, die viele, aber auch viele nicht haben, damit arbeiten und mit solchen Menschen zusammenarbeiten, die, wo es aber von denen auch nicht gehabt haben, die können trotzdem nicht die nötige Empathie aufbringen, die aufzubringen sein müsste, um mit solchen Menschen adäquat zusammenzuarbeiten.
Denn ich finde an dieser Stelle, dass man sagen muss, die bräuchte man. Das ist eine Grundvoraussetzung meiner Meinung nach, dass man sich in den Menschen hineinfühlen kann. Ab dem Moment, wo ich mich in die Person hineinfühlen kann, weil ich registriere und selber weiß, was das für ein Leid ist, kann ich ganz anders damit arbeiten und ganz anders mit ihnen umgehen. Denn wenn ich das selber nicht durchlebt habe, da habe ich es im Buch gelesen, das hilft, das ist gut, das ist alles schön und gut. Aber du kannst nicht mit einer angezogenen Handbremse, und das ist eine angezogene Handbremse meiner Meinung nach für jemanden, der das nicht erlebt hat, mit ihnen zusammenarbeiten wie mit einem, der die Handbremse eben nicht angezogen hat. Und das ist der ganz große Unterschied, was ich auch immer wieder bemängeln und kritisiere, wenn ich dann Geschichten höre, worauf ich dann ja auch noch im Laufe dieses Videos zurückkommen werde, dass Psychiater, Psychologen, Menschen mit solchen Leiden, mit so einem schlimmen Leid nicht adäquat und teilweise inkompetent behandelt, wo dann bei mir als Ex-Betroffener tatsächlich wirklich der Hals hochkommt. Ja, irgendwann mal ging es dann auch nicht mehr. Wie soll ich sagen, also wenn man an irgendeinen Punkt mal erlangt ist, dann nimmt man jeden Strohhalm, den man bekommen kann, und er kam dann auch zu dem Entschluss, weil seine Mutter auch gesagt hat, also so geht's nicht mehr weiter, weil wenn du so weitermachst, du bringst ja mich ins Grab, ich kann ja meinen Sohn nicht mehr so sehen. Also hat sie dann einen Notfallanruf gemacht bei der Notfallambulanz in der Psychiatrie, und da ist er dann auch hingekommen und ja, wurde dann auch Gott sei Dank schnell aufgenommen, was dann für die Mutter, sowohl für ihn nicht so ganz, aber für die Mutter schon, dann ein Zeichen war, Gott sei Dank, mein Sohn ist jetzt sicher und denen wird er jetzt geholfen. Der ist ja jetzt bei Ärzten, der ist bei Psychologen, der ist bei Psychiater. Das sind Menschen, die kennen sich damit aus. Das sind ja nicht umsonst irgendwelche Ärzte, und die haben das ja studiert und die kennen sich ja aus und die werden ja schon wissen, was sie machen. Also zumindest in Anbetracht der Umstände war die Mutter im ersten Moment erst einmal, ja klar, etwas beruhigter. Er sah die ganze Sache nicht ganz so rosig, weil er meinte, er kommt jetzt bei den Verrückten rein, weil man dann ja dieses gesellschaftliche Bild hat, so Stempel, zack, abgestempelt, einmal Schraube locker, immer Schraube locker, so nach dem Motto. Aber wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, in diesem Zustand, wenn man sich so befindet, das ist ja wirklich die Hölle auf Erden, also das ist wirklich die Hölle pur, also da kann ich mitreden. Und dann wurde er da ja eingeliefert. Und er kam dann so eine Anamnese, da haben sie ihn dann erstmal gefragt, was hat er, was fühlt er, was hat er für Gedanken etc. Dann haben sie ihn tausenden von Fragen gestellt. Okay, wir wissen Bescheid, am Anfang war auch alles ganz gut. Und dann am nächsten Tag in der Früh kam dann das erste Mal eine ärztliche Visite, und dann kam dann ein Arzt, ein Psychiater, und der meinte dann zu ihm, er sollte jetzt auf ein Medikament eingestellt werden, beziehungsweise zwei Medikamente, die ihnen dabei helfen werden, dass die Symptome erst einmal abklingen. Das eine Medikament war das Quetiapin, und das andere Medikament war das Venlafaxin. So habe ich es auch in Erinnerung. Und er meinte dann, das Quetiapin würde innerhalb der nächsten paar Wochen helfen, damit diese Gedanken wieder verschwinden. Ja, erstaunlich. Also für alle die Menschen, die nicht wissen, was ein Quetiapin ist. Quetiapin ist ein Neuroleptikum und wird normalerweise im psychotischen Bereich, also für Menschen, die Psychosen, Schizophrenien und sowas haben, eingesetzt. Und er hat es da bekommen. Ich weiß, es gibt Leitlinien, wo Ausnahmefälle gesagt werden. Das kann auch bei Menschen mit Zwangsgedanken verschrieben werden oder bei schweren Depressionen. Also das soll es angeblich solche Überlappungen geben. Gut, ob das alles richtig ist, ich glaube, das gehört einmal in ein anderes Video rein. Auf jeden Fall so wurde er dann eingestellt. Das Venlafaxin hat er auch bekommen, das ist ein Antidepressivum. Das soll das angeblich nochmal alles weitere unterstützen. Es wurde erstmal gar nichts besser, im Gegenteil, er fand, es wurde irgendwie noch schlimmer.
Ja, so noch ganz nach dem Motto, wenn man meint, dass man ist ganz unten und es geht nicht schlimmer, schlimmer geht es anscheinend im Leben immer. So hat es er auf jeden Fall im Coaching dann auch immer beschrieben und es war dann wirklich die Hölle. Er meinte, er kennt die Fachausdrücke nicht dafür, er weiß nicht, wie man sowas benennt, aber er meinte, er hat dann irgendwie sowas wie solche manischen Zustände bekommen, ja. Also er ist dann irgendwie total ausgeflippt, also voller Tatendrang, konnte sich nicht mehr beruhigen, ist hoch und runter gelaufen und dann wurde leicht aggressiv und dann sind die da drinnen ganz nervös geworden und haben ihn dann, wie er dann später herausgefunden hat, durch den Arztbrief, dann später, wie er wieder zu Hause war, wo dann drinnen stand, was er alles bekommen hat, stand dann unter anderem drinnen, hat er dann bekommen Lorazepam, also Benzodiazepine, das haben sie ihm dann gegeben, ja, so auf die Art, jetzt bist du dann halt einfach ruhig, ja, so nach dem Motto, das muss man ja jetzt machen, da wurde er halt einfach ruhig gestellt, so auf die Art, dann läuft dann hier so die Spucke runter, ne, und dann bist du halt einfach ruhig gestellt und die haben ihre Ruhe. Dann fragte ich ihn auch, wurden eigentlich auch andere Dinge mit dir gemacht? Wurden vielleicht auch solche Dinge gemacht wie Gesprächstherapie und so weiter? Er sagte, ja, das war zwar nur einmal in der Woche, 45 Minuten, aber das war's. Habe ich gesagt, Gott sei Dank. Ich habe nämlich schon ganz andere Geschichten gehört, da wurde das nicht gemacht. Er sagte, doch, doch, das wurde gemacht. Und dann sagte ich, was wurde denn da so gemacht? Was wurde denn dann so besprochen? Da sagte er, ja, wir haben halt so über mein Leben gesprochen, über so, wie es in der Arbeit läuft, wie es mit meiner Mutter läuft, was ich für Ziele, was ich für Wünsche habe. Und dann habe ich gesagt, das hört sich ja alles erst einmal schön und gut an, aber so über deine Zwänge und deine Gedanken und die du da so hast, da wurde nichts besprochen. Er hat da gesagt, ja, ich meinte, ich habe es immer wieder angesprochen, aber das Einzige, was ich dann immer dann gehört habe, ja, so ein Gedanke hatte ich auch mal und so, ne, einfach nicht mehr drauf achten, dann passt das schon. Einfach so runter, so, ja, das ist ja gar nicht so schlimm. Also für ihn ist es ja die Hölle und alles mögliche, aber so, ja, das passt schon, das ist ja alles nicht so schlimm. Was mich jetzt brennend interessieren würde, wenn du dir dieses Video ansiehst und vielleicht ein Betroffener bist oder gar ein Ex-Betroffener oder vielleicht, weil du jemanden kennst, ist es dir auch so ergangen oder jemanden in deinem Bekanntenkreis, dass Psychologen mit dir so umgegangen sind? Ich wiederhole, das ist mir jetzt an dieser Stelle wirklich ganz, ganz wichtig, weil ich finde, dass dieses Thema im Zusammenhang mit diesem Video in unserer Gesellschaft breiter thematisiert werden soll. Sollte, denn in unserer Gesellschaft, bei allem Respekt, ja, es gibt nicht nur Klimakrise, es gibt nicht nur Corona-Krise und es gibt nicht nur da die politischen Bedrohungen und Probleme, sondern wir sollten auch einmal über dieses Problem in unserer Gesellschaft sprechen, ja. Und das ist nämlich ein Problem, das nicht gerade sehr selten ist, sondern das betrifft bestimmt mehr als ein Drittel unserer ganzen Gesellschaft, die unter psychischen Problemen leidet. Und an die lieben Politiker an dieser Stelle, auch ich weiß, dass ich kurz ausschweife, das sind auch eure Bürger und die tragen nämlich auch dazu bei, dass euer BIP steigt oder nicht steigt. Na, nur mal so kurz am Rande, auch für die Wirtschaft. Also ich bitte euch, bitte, wenn ihr sowas erlebt habt, schreibt es in die Kommentarbox, teilt auch dieses Video, denn ich finde, diese Menschen haben eine viel größere Reichweite und Stimme verdient als das, was gerade momentan der Fall ist. Gut, wie geht's weiter? Er sagte mir dann, ja, über solche Dinge haben wir gesprochen, aber ich habe mich dann immer nicht verstanden gefühlt. Sein Gesundheitszustand hat sich währenddessen immer weiter verschlimmert. Immer weiter verschlimmert. Er bekam immer mehr Benzodiazepine, ja, also Beruhigungsmittel. Die Gespräche, die waren immer dieselben, wie läuft es in der Arbeit, sonst irgendwas, er hat sich nicht verstanden gefühlt, als dann irgendwann mal der Super-GAU in ihn selber innen drin gekommen ist und er seine Mutter angerufen hat, Mama, bitte, ich muss hier raus. Ich gehe ja auch raus. Gott sei Dank haben wir in Deutschland nicht mehr das Gesetz, wenn einer nicht gewalttätig ist oder sonst irgendwas, dass man ihn zwingen kann, im Krankenhaus zu bleiben. Also hat er sich selber entlassen, ist nach Hause gegangen, hat meiner Meinung nach natürlich, ich kann es zwar verstehen, aber hat was sehr, sehr Gefährliches gemacht. Nämlich, er hat nämlich die ganzen Medikamente einfach von heute auf morgen tatsächlich abgesetzt. Und das hätte echt ziemlich, ziemlich übel ausgehen können. Also es ging ihm mittlerweile so schlecht. Also es hat sich dann, wie er auch meinte, subjektiv meinte er, so eine leichte Abhängigkeit bei ihm
eingestellt. Ja. Also er hat das schon leicht gemerkt, also nicht vom Quetiapin, auch nicht vom Venlafaxin, aber von diesen Benzodiazepinen, die machen süchtig und das ist sehr, sehr gefährlich. Das hat er dann auch gemerkt und Gott sei Dank ist bis auf dieses leichte Symptom der Abhängigkeit nicht großartiges, was Schlimmeres bei ihm gewesen. Aber er war dann halt wieder zu Hause. Dann kam natürlich der Superhammer, musste ja irgendwann mal passiert werden. Er bekam dann die Kündigung vom Arbeitgeber. Warum hat er die Kündigung bekommen? Weil er den psychiatrischen Aufenthalt nicht zu Ende, also er hat nicht zu Ende nach dem, was ihm die Krankenkasse angeboten hat, an Budget, ich glaube, das meine zu meinen 3 Monate war, so lange war er nicht drin, aufgrund, wie er da drin behandelt wurde, hat er das einfach nicht mehr ausgehalten. Und deswegen ist er da dann früher gegangen, was dann der Arbeitgeber natürlich nachteilig gesehen hat, weil er wartete ja nur auf so eine Chance. Wenn er seiner Pflicht nicht mehr nachkommt wegen den Krankengeldern, dann wird er eben gekündigt. Was ist passiert? Er wurde gekündigt und hatte keinen Job mehr. Er saß zu Hause, die Symptome waren beim Alten, beziehungsweise wahrscheinlich noch schlimmer. Unermessliches Leid. Ich frage mich selber an meiner Stelle für mich selber, wie habe ich das damals durchgehalten? Wie halten das die Menschen in ganz Deutschland, aber auch global auf der ganzen Welt aus mit so einer schlimmen Krankheit? Krankheiten, die den Geist, die Psyche ja, beeinflussen, auszuhalten. Und wenn es nur das wäre, wir haben gesehen an seinem Beispiel, auch körperliche Symptome haben sich eingeschlichen. Erbrechen. Durchfall, Rückenschmerzen, Gewichtsverlust, Zittern, Herzrasen, Bluthochdruck. Und das alles wegen diesen Problemen. Und dann fragt man sich, warum und wieso werden Menschen in Deutschland, zumindest was ich weiß, so schlecht, so inkompetent und unzureichend in den Kliniken die Menschen behandelt, die psychische Probleme haben. Warum ist das so? Das ist ja auch der Titel dieses Videos. Und ich habe viel nachgedacht und ich habe, und wenn du meinst, er ist die einzige Person, die mir in meinen Coachings sowas erzählt. Es ist fast die Regel. Es ist fast die Regel. Und es ist ja nicht so, dass ich hier mal einen Klienten habe und dann wieder in 3 Monaten. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Klienten. Und ich höre das ständig. Die werden so behandelt, so nicht ernst genommen, Medikamente vollgestopft. Teilweise so eine Inkompetenz, die man sich gar nicht vorstellen kann, wo ja jeder Laie scheinbar, ich kann es aber nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen, weil die müssen ja ihre Prüfungen auch irgendwo bestanden haben. Ja, die können ja nicht alle gefälscht sein, die müssen ja Kompetenz haben. Ne, das kann ja nicht sein. Also, aber wo haben die Prüfung abgelegt? Ich meine, da waren ja irgendwelche, ich verstehe es nicht, mir geht es in meinen Kopf nicht rein. Ja, also wie man mit denen umgeht. Und da stellt sich dann halt bei mir die Frage, und ich habe viel nachgedacht, woran liegt es, dass die Menschen so behandelt werden? Wurdest du auch so behandelt? Oder kennst du das? Oder kennst du ähnliche Erfahrungen? Wenn du gute Erfahrungen gehabt hast, dann bitte schreib sie unten drunter rein. Es gibt ja bestimmt auch die anderen, die sagen, ich erlebe und höre nur sowas. Ich meine zu meinen, das ist eines der Hauptgründe dafür ist wirklich, ich kann nicht in die Köpfe deren Personen reinschauen, das steht mir auch gar nicht zu, aber meine Vermutung ist, und das habe ich im Video ja schon gesagt und ich wiederhole es nochmal, das sind Menschen, die haben das im Buch gelernt, die haben das gelesen. Und das ist wie bei jedem, der wo mal Bäckerhandwerk macht oder Mechaniker, da lernt man dies und das. Aber da ist es etwas, wo man nicht mit Brot arbeitet. Und man arbeitet auch nicht mit einem Schraubenschlüssel, sondern man arbeitet an der psychischen Gesundheit eines Menschen. Und wenn man selber sowas nicht durchgemacht hat, wie ich es in diesem Video schon erwähnt habe, ich glaube nicht und ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit dem gleichen Enthusiasmus, mit dem gleichen Ehrgeiz, mit der gleichen Motivation, mit der gleichen Empathie, mit der gleichen Lust an die Sache herangeht,
wie jemand, der das durchlebt hat. Ich kann nicht alle unter einen Kamm scheren, das will ich auch nicht tun. Das wäre naiv, wenn ich das sagen würde. Ich kann alle unter einen Kamm scheren. Aber warum erreiche ich so viele Nachrichten davon? Und die kommen nicht nur alle aus einer Stadt. Die kommen von Hamburg, die kommen von Köln, die kommen von Berlin, die kommen von Wien, die kommen aus Zürich, die kommen aus Saarbrücken, aus München, Duisburg, Düsseldorf und was weiß ich von wo. Das kann kein Zufall sein. Vielleicht ist auch noch ein anderer Grund, dass bei denen, von ihnen vielen so eine Menschen, naja, komm mal, das ist ganz dicht im Kopf und alles Mögliche. Wie siehst du das Ganze? Wie ist deine Meinung dazu? Das würde mich mal interessieren. Jetzt fragst du dich höchstwahrscheinlich, wie ist es denn eigentlich mit dieser armen Seele, mit dem Stefan eigentlich weitergegangen? Wie gesagt, es ging ihm zunehmend schlechter. Und die Tage wurden immer dunkler. Er hat dann, wie er es immer gemacht hat, auf Google gelesen etc., war dann irgendwann mal auf YouTube und hat meinen Kanal entdeckt. Er meinte, er ist von dem Kanal fasziniert, aber nicht wegen der Sache, wegen des Fachkompetenzes, sondern ihn hat es fasziniert, dass das, was ich gesagt habe und wie ich es sage und welche Art und Weise, dass er es genauso bei sich erlebt hat. Und er es bei sich genauso fühlt. Dann sagte ich, gut, das freut mich zu hören, dass ich dir eine Stimme damit geben kann. Und ich hoffe auch, dass ich vielen anderen Menschen damit eine Stimme geben kann. Und er war natürlich total glücklich, in diesem Moment zumindest kurz, weil er sich das erste Mal in seinem Leben tatsächlich verstanden gefühlt hat. Also das war besser wie jedes Medikament, weil er sagte, ich fühle mich endlich mal verstanden. Heute ist der Stefan schon ein Dreivierteljahr jetzt mittlerweile raus aus meinem Coaching und wir pflegen ja fast schon ein freundschaftliches Verhältnis und es geht ihm heute besser, als es ihm früher ging. Er hat einen neuen Job. Er ist wieder Erzieher. Also er ist immer Erzieher, aber er ist jetzt in einem neuen Kindergarten und es geht ihm gut. Er nimmt auch keine Medikamente. Er hat auch eine Freundin und er gestaltet sich gerade seine Zukunft nach seinen Wünschen und so kann es gehen, ja. Also echt super, mega. Auf den i hier oben verlinke ich dir mal ein Video über eine Anleitung, wie man über Zwangsgedanken hinwegkommen kann. Und auf der Endcard verlinke ich dir ein Video von mir, wie der Aufenthalt für mich selber persönlich in der Psychiatrie war. Bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.